Mission ist der Bau eines Ersatzes für einen vom Teer verschlungenen Wegposten. Zuerst musst du einen Bunker mit unseren Forschern ins chirale Netzwerk integrieren. Aber wir wissen weder, wie es Amelie geht, noch was Higgs im Schilde führt. Das beschäftigt uns genauso wie dich. Erst in Edgenot City können wir mehr erfahren. Deshalb müssen wir zuerst diese Region anbinden. Du solltest mit dem Geologen und dem Paläontologen beginnen. Letzterer hat etwas für die Evo-Devo-Biologin. Sie solltest du also zuletzt aufsuchen. So kannst du eine Lieferung abschließen und gleichzeitig den letzten Ort verbinden. Komm hierher zurück, sobald alle drei am Netz sind. Dann können wir uns dran machen, den verlorenen Wegposten zu ersetzen. Einer unserer Geologen untersucht im Rahmen seiner Forschung zu prähistorischen Aussterbeereignissen Fossilien. Er gräbt dort draußen schon eine ganze Weile und leidet mittlerweile unter den Auswirkungen von chiraler Kontamination. Das ist zweifellos die Folge der starken Chiraliumbelastung während der Grabung. Bevor der Bereich nicht dekontaminiert wurde, kann er nicht weiterarbeiten. Und erholen wird er sich auch nicht. Deshalb müssen wir ihm etwas Chiralium-Entferner bringen. Defibrillation. Abstand halten. Die Erdschicht, die das Team untersucht hat, stammt aus dem Ende der Kreidezeit. Aus der Zeit des berüchtigten Massenaussterbens, das die Herrschaft der Dinosaurier beendete und die Erde den kleinen Säugetieren übereignete. Es ist das jüngste der großen fünf und eines der größten Massenaussterben aller Zeiten. Unser Team hat etwas wirklich Bemerkenswertes entdeckt. Kommst du darauf, was es ist? Einen Fossilienstrand. Sollte es wirklich das sein, was wir denken, dann hat er eine gewaltige Entdeckung gemacht. Deshalb, Sam, ist es wichtig, dass du diesen Chiralium-Entferner schnellstmöglich lieferst. Ein Wärmepad. Unverzichtbare Ausrüstung für kalte Umgebungen. Besonders nützlich beim Durchqueren schneebedeckter Gebirge. Sam, Hartman hat dir also alles von dem See erzählt, wie seine Entstehung sein Leben für immer verändert hat. Er hat nicht nur seine Familie verloren, sondern fast auch sich selbst. Er hatte einen Herzstillstand für ganze 22 Minuten. Unter normalen Umständen wäre er gestorben. Therapeutische Hypothermie hat ihn gerettet. Aber die 22 Minuten auf der anderen Seite haben ihn nachhaltig geprägt.
Seine Dooms-Fähigkeiten scheinen zugenommen zu haben. Vielleicht durch den Schock. Jetzt nutzt er jede Gelegenheit, um am Strand nach seiner Familie zu suchen. Tut mir leid, Sam. Du bist so weit zu mir gereist und ich habe dich nicht anständig verabschiedet. Sei vorsichtig da draußen. Wie gesagt, ist diese Region reich an Erinnerung, Tod und Auslöschung. Es wird dich also nicht überraschen, dass sie häufiger GDs gesichtet werden. Weißt du noch, die Modelle in meinem Labor? Sie basierten alle auf Augenzeugenberichten. Auch wenn sie dir bestimmt seltsam vorkamen, denn du hast den gestrandeten Dingen ja schon oft gegenübergestanden.
verstanden. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Wachen. Alle Wachen sind während des Aufenthalts blockiert. Wacht getötet. Vielen Dank. Zeit ständig Angst. Mich haben diese Visionen geplagt, die ihr an Dooms Leidenden seht. Dieser Ende-der-Welt-Kram. Ich hab die Albträume auf die Erschöpfung geschoben. Chirale Kontamination kam mir nie in den Sinn. Gut, dass die selbstmörderische Phase noch nicht begonnen hatte. Sterben ist keine Option. Meine Forschung ist nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Es ist nicht nur mein Leben, das du hier rettest, sondern auch mein Lebenswerk. Hatte mich gefragt, ob die Medikamente je ankommen würden. Du bist wohl wirklich gut in dem, was du tust, hm? Vielen Dank. Plötzlich bin ich Teil der UCA und habe Zugriff auf eine Fundgrube historischer Forschungsunterlagen. Jetzt sollte es einfacher sein, diesen Fossilienstrand zu erforschen. Vorausgesetzt, ich kann beweisen, dass er das ist, was ich denke. Ich freue mich aber auch darauf, unsere eigenen Ergebnisse zu teilen. Kannst du glauben, dass chirale Ablagerungen in 65,5 Millionen Jahre alten Schichten gefunden wurden? Der Beleg für einen gestrandeten Tod in der Urzeit. Schon lange, bevor der Mensch auftauchte, gab es auf der Erde Chiralium. Diese Schicht ist der Beweis. Sieh dir das an, Sam. Siehst du diesen schwarzen Riss da? Wir halten ihn für den Ursprung des gemessenen Chiraliums. In ferner Vergangenheit haben Erdbeben Reibungswärme entlang von Bruchlinien verursacht. Dadurch sind Schichten aus Pseudotachylit entstanden. Wir nennen diese Schichten Erdbebenfossilien. Entsprechend könnte man unseren Riss hier als Fossilienstrand bezeichnen. Dass ausgerechnet diese Schicht Chiralium enthält, kann kein Zufall sein. Das deutet stark darauf hin, dass beim Kreidepaläogen-Aussterbeereignis Strände aufgetaucht sein müssen. Und nicht nur da. Das chirale Netzwerk hat Daten gerettet, nach denen man in Schichten, die mit anderen Aussterbeereignissen korrespondieren, ähnliche Fossilienstrände fand. Es scheinen also bei den großen fünf und allen anderen großen Aussterben Strände aufgetaucht zu sein. Dank der Erweiterung des chiralen Netzwerks konnten wir in diesen verstreuten Datenpunkten ein Muster ausmachen. Du hast unsere Forschungsprojekte vorangebracht und dafür gesorgt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alles Verlorene wiederherstellen und alle verbliebenen Rätsel lösen können. Aber das ist erst der Anfang. Sam, wenn du das zu Ende bringst, könnten wir bestimmt viel neues Wissen erlangen. Gute Arbeit.
neuer Auftrag. Wird geliefert. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Dank für die Unterstützung. Gute Arbeit. Wird geliefert. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Vielen Dank für die Unterstützung. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Hör zu, Sam. Bei diesem Auftrag transportierst du eine Antimateriebombe. Ein Bridges-Paläontologe in einer Grabungsstätte braucht sie. Anscheinend liegen die Fossilien, die er untersuchen will, unter einer tiefen Teerschicht begraben, die er aufsprengen muss. Ich hoffe, du weißt, dass du mit Sprengstoff äußerst vorsichtig sein musst. Aber zur Sicherheit nochmal. Sorge dafür, dass der Behälter unversehrt bleibt, egal was passiert. Thank you.
Okay, Zeit zu gehen. Ich wäre nicht so weit gekommen.
besten Dank, mein Freund. Dank dir können wir die Grabung endlich fortsetzen. Ich schwöre dir, dieser Ort ist selbst ohne Erstickungsangst schon schlimm genug. Das weißt du natürlich. Du hast ihn ja transportiert, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie. Solange das gerade Netzwerk einrichten. Naja, jedenfalls muss ich dich um etwas bitten, Sam Bridges. Ein lokaler Bote sollte etwas sehr Wertvolles herbringen. Er hat es aber unterwegs verloren. Es handelt sich um einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten, der ihm zufolge noch lebendig aussieht. Er ist wohl in einem zuvor unter einem Gletscher verborgenen Geröllfeld über ihn gestolpert. Aber es kommt noch besser. Laut seiner Aussage verfügt dieser Ammonit über eine Nabelschnur. Eine Nabelschnur? Ich bin zwar eher skeptisch, aber das Exemplar muss untersucht werden. Und das überlasse ich keinem Amateur. Also habe ich ihn gebeten, ihn einfach in der kompletten Gesteinshülle zu mir zu bringen. Natürlich wollte ich den Ammoniten mit Gleichaltrigen aus der Gegend vergleichen. Deshalb ließ ich ihn mehrere davon ausgraben, zusätzlich zu dem, von dem er mir erzählt hatte. Aber was macht dieser Vollpfosten? Er verliert die ganze Lieferung. Er war noch nicht mal so pfiffig, den Behälter zu kennzeichnen, der den Ammoniten mit der Nabelschnur enthält. Die Fracht soll im Gebiet südwestlich von hier verloren gegangen sein. Dort bilden sich häufig giftige Gase. Und dann behauptet der Typ noch, sein Frachtscanner sei kaputt und er könne die Lieferung nicht bergen. Aber du kannst ihn bestimmt aufspüren. Zum Schutz vor den Dämpfen bekommst du eine Sauerstoffmaske von mir. Sicherheitshalber. Bekommst sie, wenn du den Auftrag annimmst. Dieses Fossil könnte eine epochale Entdeckung bedeuten. Es gibt zwar lebendgebärende Fische, aber ein Ammonit mit Nabelschnur ist gänzlich unbekannt. Und ist er tatsächlich 200 Millionen Jahre alt, fällt das mit dem Aussterben an der Trias-Jura-Grenze zusammen. Das ist ein weiteres von den großen fünf. Könnte die Nabelschnur mit dem Strand verbunden sein? Wir müssen diese Fracht um jeden Preis bergen. Sie könnte unser Verständnis der Mechanismen des gestrandeten Todes deutlich verbessern. Wir sind so nah dran. So unglaublich nah dran, die wahre Natur des Phänomens zu erfassen. Beeilung, Sam. Dieser Ammonit darf nicht verloren gehen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar.
Eine Sauerstoffmaske, hm? Gute Idee. Die filtert die Luft und du kannst normal weiteratmen. Sie schützt dich nicht nur vor giftigen Gasen. Anstrengungen laugen dich weniger aus, sodass du dein Gleichgewicht leichter halten kannst. Wäre die Akkulaufzeit nicht begrenzt, würde ich dir raten, sie ständig zu tragen. Das ist sie aber, deshalb tu das nicht. Waffeneinschränkung. Ugh!
wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Knapp. Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Und ja, sie enthielt tatsächlich einen Ammoniten mit einer echten Nabelschnur. Ich habe Hartman über das Netzwerk schon einige Bilder und eine vorläufige Analyse geschickt. Interessanterweise enthielten die umgebenden Schichten Spuren von Teer, was eine seiner Theorien untermauert. Wie dem auch sei, ich weiß, du hast diesen Ammoniten gerade erst hergebracht, aber ich möchte, dass du ihn einer Kollegin zustellst, einer Evo-Devo-Biologin. Sie interessiert sich seit geraumer Zeit für Teer. Und ich glaube, sie würde dieses Exemplar gerne untersuchen. Ziemlich bemerkenswert. Vielen Dank. Genauer gesagt, untersucht sie, wie der Teer die Entwicklung verschiedener Organismen beeinflusst haben könnte. Von daher möchte ich dich außerdem bitten, die Teersammler in der Nähe ihres Bunkers zu holen und sie ihr mit dem Ammoniten zu bringen. Es wäre zu gefährlich für sie, sie selbst zu holen. Darum müssen wir diese Aufgabe dir aufbürden. Indem wir ihr helfen, kommen wir den Geheimnissen des gestrandeten Todes vielleicht einen Schritt näher. Die vom Netzwerk wiederhergestellten Daten haben uns schon so sehr vorangebracht. Und wenn du uns weiterhin hilfst, können wir noch mehr erreichen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere